Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf dem Japantag 2022 in Düsseldorf. Als einzigartiges Kultur- und Begegnungsfest zieht der Japantag in Düsseldorf jedes Jahr hunderttausende Gäste an, die das japanische Flair in der Stadt erleben und zum Abschluss das spektakuläre Feuerwerk am Rhein genießen möchten. 2020 und 2021 war dies in der gewohnten Form nicht möglich, aber jetzt war es dieses Jahr wieder soweit. Und wir starteten das Ganze hier im Tea Mate. Hier gibt es wirklich unglaublich leckeren Bubble Tea und auch sehr, sehr leckeren Milchtee. Wer darauf wirklich steht, dem sei wirklich dieses Geschäft absolut empfohlen. Nachdem wir unseren Milchtee bekommen hatten, ging es weiter die Immermannstraße weiter runter Richtung Rheinufer. Da musste man eigentlich nur der Horde hinterher und wir kamen hier wirklich an ganz tolle Geschäfte vorbei, die passend zum Japantag waren. So auch zum Beispiel hier die Manga Mafia. Auch hier gab es jede Menge Merchandise, jede Menge Mangas und alles, was das Herz begehrt. Außerdem war natürlich für uns ein absoluter Pflichtbesuch hier Hanaro, ein Hanaro Supermarkt, der wirklich ganz viel Vielfalt bietet. Nachdem wir uns im Supermarkt mit dem zuletzt gesehenen Reisbällchen unter anderem eingedeckt haben, ist mir dann übrigens hier diese Werbung noch aufgefallen von Obi-Wan Kenobi. Ich freue mich unglaublich auf die Serie. Ja, dann ging es weiter Richtung Rheinufer. Und ja, wir waren auch unter anderem hier an der Königsallee vorbeigekommen. Da habe ich gedacht, da könnte man euch auch ein paar Eindrücke hinterlassen. Die Straße, die ist ja auch unter anderem für ihre sehr luxuriösen Geschäfte unter anderem bekannt. Unter anderem haben wir dort aber auch einen großen Saturn, doch der war in diesem Video jetzt kein Thema für mich. Ja, angekommen am Rheinufer sind wir dann hier unter anderem auf diese Zelte gestoßen. Dort sind verschiedene Händler am Start. Das schauen wir uns aber noch mal gleich genauer an, denn als erstes ging es erstmal zum Johannes-Rau-Platz, denn dort trat Salea auf. Salea kennt man unter anderem aus Twitch und ja, so gab es dort Salea im Konzert und einige Eindrücke von ihrem Auftritt habe ich euch hier hinterlassen. Ich will
gerne die faule Tochter. Doch starre ich nur auf das Wasser, will es mir nicht eingestehen. Ich kenne jeden Weg, jede Lichtung hier, jeder Schritt von mir führt mich wieder her. Doch ich kann nicht vor zu jenem Ort, der die Sehnsucht weckt. Jeder hier auf dieser Insel ist sehr glücklich auf der Insel. Alles ist hier so versteckt. Ich weiß, jeder hier auf dieser Insel ist für sie unentbehrlich. Will ich den Platz für mich? Gehen stolz voran, ich mach euch stark. Denn ich freu mich, dass ich bei euch sein kann. Doch etwas in mir zieht mich fort von hier. Was ist los? Thank you.
kann ich dich jetzt verstehen? Bitte glaube mir, wir werden es zusammen überstehen. Wir fahren diesen Berg gemeinsam hinunter. Hier bist du nur in Gefahr. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten bin ich für dich da. Anna, bitte heim. Du meinst es gut, lass es dabei. Ich bin allein, allein, doch ich bin frei. Geh einfach weg, bring dich in Sicherheit. Sicher sind wir nicht, was ich dir seit ihr seht. Ich fürchte, du weißt es noch nicht, was weiß ich denn nicht? Im Schnee versinkt wie ein ewiger Winter. Ewiger Winter? Schon in Ordnung, es ist einfach wieder Tag. Nein, das kann ich nicht. Ich weiß nicht wie. Ich, natürlich, ich weiß, du schaffst das. So, nachdem wir uns das Konzert von Salea angeschaut hatten, haben wir uns erstmal die Reisbällchen gemacht, die wir im Supermarkt gekauft hatten. Und diesen Eindruck, wie man das Ganze schon allein auspackt, das wollte ich euch auf jeden Fall gezeigt haben. Man muss das Ganze nämlich an drei Punkten auspacken, damit das ganze Reisbällchen auch nicht am Ende auseinanderfällt. Aber unglaublich lecker. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Nachdem wir eine Zeit lang eine Pause gemacht haben und ein bisschen was gegessen und getrunken haben, habe ich euch hier noch nebenbei ein paar Eindrücke gefilmt, wie gut das Ganze hier weiterhin besucht war. Gerade hier wirklich am Rheinufer, da war gut was los. Auch die Händler haben wir jetzt abgeklappert und dort gab es Figuren unter anderem von Dragon Ball. Chala, hey Chala, gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir. Bald hast du dein Ziel dabei. Aber es gab auch unter anderem solche Stände. Hier konntet ihr Katzenohren zum Beispiel kaufen. Sieht natürlich bei dem einen oder anderen ganz gut aus. Bei mir wäre es, glaube ich, nichts. Oder hier auch Brillentücher. Also da muss ich sagen, richtig klasse, wie die aussehen. Finde ich toll. Dann hier auch richtig flauschige Kissen unter anderem. Ja, da war auch einiges dabei, was man kennt. One Piece, Sailor Moon. Wirklich ganz, ganz klasse. Und es gab hier auch wirklich dann Stände, wo es dann zum Beispiel auch Perücken gab. Ne? Zum Beispiel fürs Cosplay. Und ja, auch Figuren wie Super Mario, die natürlich mit Japan auch verbunden sind, waren dort unter anderem zu sehen. Ich muss euch allerdings sagen, nicht jeden Stand konnte ich euch wirklich ausgiebig filmen, denn es war teilweise wirklich so voll, dass ich da teilweise gar nicht rankomme. Aber hier gab es dann auch unter anderem Schnelllernkurse, also ihr hattet die Möglichkeit, ein bisschen auch euer Japanisch aufzufrischen oder überhaupt erst zu lernen auf dem Japantag. Und hier gab es dann einen ganz speziellen Fall, hier gab es nämlich eine Umleitung zu laufen, weil die Brücke wirklich so voll war. Auf dem Japantag gab es auch einen Wettbewerb, und zwar wer das beste Cosplay hatte. Der erste Platz bekam eine Reise nach Japan, und wer das war, das sehen wir jetzt. Und meine Damen und Herren, nun möchte ich der Gewinnerin des Cosplay-Wettbewerbs 2022, Frau Victoria Korte. Ja.
Sie gehen der Jürgen Leichner. Herzliche Grüße von mir zum Sieg und alles Gute für Sie. Nach der Siegerehrung ging es weiter auf der Hauptbühne mit dem Programm und zwar unter anderem mit wirklich musikalischer Klasse. Und was das unter anderem war, das seht ihr jetzt.
nachdem wir die Show uns angesehen hatten, sind wir das Rheinufer weitergelaufen und hier konnte man unter anderem an diesem Platz auch ein bisschen verweilen und ein bisschen auf den Treppen sitzen. Also wirklich, die Stimmung war hier wirklich sehr, sehr gut. Es war wirklich absolut klasse. Ja, auch am Ende des Rheinufers gab es dann hier nochmal verschiedene Händler. Unter anderem war halt auch Kase mit dabei. Kase ist dafür bekannt, da halt wirklich eine tolle Manga-Auswahl auch unter anderem zu haben. Und auch andere Merchandise-Händler hatten ihren Stand. Ja, und so endete der Tag so allmählich. Die Sonne ging langsam unter. Und das Highlight des Abends war dann eine Band. Und die war richtig gut. Charan Porantan bis Kalkan Balkan.
Die Band war absolut klasse und sie spielten tatsächlich bis 22.59 Uhr, denn um 23 Uhr begann das japanische Feuerwerk, auch eines der absoluten Highlights an diesem Tag. Und ich möchte mich hier wirklich nochmal bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr wisst, hier auf dem Kanal gab es diverse Veränderungen, beziehungsweise ja, es gab gar keine Inhalte bisher mehr. Und die Gründe, die hatte ich euch ja bereits genannt. Und trotzdem seid ihr immer noch teilweise hier, teilweise sind die Abonnenten auf dem Kanal sogar gestiegen. Und ich möchte wirklich vom Herzen nochmal Danke sagen, auch an die E-Mails, die mich erreicht haben. Ja, und eigentlich war dieses Video auch tatsächlich nur für mich persönlich gedacht, aber ich habe gedacht, warum nicht auch dementsprechend hier mit euch teilen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Feuerwerk wünsche ich euch. Bis dahin, macht's gut. Dragon